Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns heute gemeinsam die direkte Proportionalität weiter an und versuchen nun, sie mathematisch exakt zu definieren. Wir haben bereits im vorhergehenden Lernvideo die direkte Proportionalität anhand eines Motivationsbeispiels versucht herauszuarbeiten. Nun wollen wir sie genau und exakt auch mit Hilfe einer mathematischen Definition festlegen und uns auch anschauen, wie wir mit Hilfe der direkten Proportionalität auch bestimmte Argumentationen bzw. Beweisbeispiele lösen können. Nun habe ich dir wieder auch einiges zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Ganz wichtig ist, dass du bereits können solltest, wie jetzt eine Zuordnung auch dargestellt werden kann, durch welche unterschiedlichen Möglichkeiten, durch die Zuordnung, also die Zuordnungsdiagramm, durch die Zuordnungstabelle oder grafisch durch ein Koordinatensystem bzw. durch eine Zuordnungsvorschrift. Eine Zuordnung ist ja auch, wenn zwei Größen miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass eine Größe der anderen zugeordnet wird, und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Das wären genau diese vier Möglichkeiten. Ganz wichtig ist auch, dass du dir nochmal verinnerlichst, was der Begriff Zuordnung heißt, wie er auch genau definiert ist und wie man jetzt grundsätzlich zwei bestimmte Größen durch eine Zuordnungsvorschrift mathematisch gesehen, wenn sie ordinal skaliert sind, durch Zahlen gegeben sind, wie man sie miteinander auch vergleichen kann. Ganz wichtig ist aber auch, dass du dir aus dem vorhergehenden Lernvideo auch mitnimmst, wie wir anhand eines konkreten Beispiels direkte Proportionalität herleiten können, beziehungsweise was es bedeutet, wenn diese beiden Größen, die wir in diesem Beispiel vorhin gegeben gehabt haben, wie sie direkt proportional zueinander sein können. Ganz wichtig ist, dass du dir dieses Motivationsbeispiel noch einmal verinnerlichst, bei Bedarf auch noch einmal anschaust. Welche Ziele haben wir nun gemeinsam? Nach diesem Lernvideo solltest du diesen Begriff direkte Proportionalität anhand einer mathematischen Vorschrift, anhand einer mathematischen Definition gut können. Das heißt, du weißt, welche Variablen für etwas stehen, beziehungsweise auch welche Eigenschaft hier gegeben sein muss, damit zwei Größen auch direkt proportional zueinander sind. Und ganz wichtig ist aber auch, dass du aus dieser Formel heraus den Proportionalitätsfaktor beschreiben kannst, der in dieser Formel auftritt, das werden wir uns genauer noch anschauen, und dass du im Nachhinein dann auch diesen Proportionalitätsfaktor als Steigung einer Geraden interpretieren kannst und diese Gerade auch mit Hilfe dieses Proportionalitätsfaktors auch dann bildlich darstellen und in einem Koordinatensystem auch zeichnen kannst. Das heißt, wir werden auch die direkte Proportionalität auch grafisch veranschaulichen in einem Koordinatensystem und daraus werden wir auch sehen, welche Struktur bzw. welche Form oder welche Art von Kurve eine direkte Proportionalität immer hat. Gut, schauen wir zurück auf dieses letzte Arbeitsblatt, wo wir dieses Motivationsbeispiel gemeinsam gelöst haben. Dort hatten wir eben dieses Beispiel mit der konstanten Geschwindigkeit, wo wir 5 Meter pro Sekunde laufen oder auch mit dem Auto fahren. Und nach t Sekunden sind s Meter zurückgelegt. Wir konnten diese Zuordnung, die durch 5 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit gegeben ist, konnten wir hier durch diese Wertetabelle, durch dieses Koordinatensystem auch darstellen und konnten dann im Anschluss auch bereits eine Formel dafür finden, wie jetzt grundsätzlich der Weg durch die Zeit auch zugeordnet werden kann. Das heißt, jedem Weg bzw. jeder Zeit wird auch ein gewisser Weg zugeordnet. Das heißt, nach einer gewissen Zeit habe ich einen gewissen Weg durchschritten bzw. bin ich einen gewissen Weg gelaufen und das drückt sich eben durch diese Formel aus. S, der Weg, der zurückgelegte Weg, ist gleich 5 mal die Zeit, die eben vergangen ist. Das heißt beispielsweise, wenn 2 Sekunden vergangen sind, dann bin ich insgesamt 10 Meter gelaufen. Wenn ich 20 Sekunden gelaufen bin, dann habe ich insgesamt 100 Meter gelaufen. Zurückgelegt. Entspricht nun eine Größe
dem x-fachen der anderen Größe. Das heißt, hier wäre es der Weg und die Zeit, die beiden Größen sind, eine Größe Weg, die andere Größe Zeit, entspricht der Weg dem fünffachen der Zeit, also dem x-fachen der Zeit. So gilt, dass wir gemäß des vorherigen Motivationsbeispiels, was wir auch schon gemacht haben, dass die vergangene Zeit t und der insgesamt zurückgelegte Weg, der beim Laufen hier zurückgelegt worden ist, direkt proportional zueinander sind. Das heißt, wenn eine Größe, in diesem Fall der Weg, dem x-fachen der Zeit entspricht, in diesem Fall dem 5-fachen, oder kann auch dem 8-fachen, dem 13-fachen entsprechen, ganz egal, dann gilt, dass eben diese beiden Größen, die vergangene Zeit und der zurückgelegte Weg, die beiden sind direkt proportional zueinander. Und das können wir jetzt anhand einer konkreten Definition auch festlegen und mit der Hilfe einer mathematischen Formel auch beschreiben. Du siehst nun diese Definition auf deinem Arbeitsblatt. Nimm dir nun dieses Arbeitsblatt gut zur Hand und denke dabei auch mit. Zwei Größen, also zwischen zwei Größen x und y, besteht ein direkt proportionaler Zusammenhang. Die sind direkt proportional. Wenn eben beispielsweise hier die eine Größe dem x-fachen der anderen Größe entspricht und mathematisch gesehen würde das hier durch diese Gleichung auch ausgedrückt werden, dass es gilt, dass y, die zweite Größe, das k-fache oder das x-fache, ganz egal, der anderen Größe ist. Also y, die eine Größe, ist das k-fache der anderen Größe. Damit würde dieser direkt proportionale Zusammenhang gegeben sein. Und wenn wir das jetzt umformen, dann erhalten wir, wenn wir durch x durchdividieren, dass y durch x gleich k ist, wobei k eine Konstante ist. Die ist immer gleich, die ändert sich nicht. Bei einer direkten Proportionalität darf sich dieser Faktor k nicht ändern. Also k hängt weder von x noch von y ab, ist konstant über das ganze Beispiel hinweg. In diesem Fall wäre es oben k gleich 5. Das heißt, wenn eine dieser beiden Formeln erfüllt ist, dass y das k-fache in anderen Größe ist oder dass der Quotient y durch x stets eine konstante Größe k ergibt, dann liegt ein direkter proportionaler Zusammenhang zwischen x und y vor. Und dieser Faktor k, diese Konstante, heißt auch der sogenannte Proportionalitätsfaktor. Und bei direkt proportionalen Größen x und y ist dieser Quotient y durch x immer gleich. Also dieser Proportionalitätsfaktor k hängt weder von x noch von y ab, ist immer gleich. Das heißt, dieser Quotient y durch x ist stets gleich. Er ändert sich nicht bei direkt proportionalen Größen. Und wenn wir das jetzt grafisch auch darstellen wollen, dann gilt, dass alle Lösungen, also alle Wertepaare, die durch diese Gleichung erfüllen, also heißt x, y dieses Wertepaar, alle diese Lösungen der Gleichung y gleich k mal x liegen auf einer Geraden. Das heißt, wenn man diese Punkte hier im Koordinatensystem einzeichnet und miteinander verbindet, dann entsteht immer eine Gerade und diese Gerade hat genau die Steigung k. Also, als wichtige Faustregel kannst du immer merken, bei direkt proportionalen Größen ist das grafische Schaubild immer im Koordinatensystem eine Gerade mit der Steigung genau des Proportionalitätsfaktors, der herauskommt, wenn ich y durch x dividiere und dieser Quotient stets gleich bleibt. Und k ist genau die Änderung der y-Werte, wenn ich jetzt die x-Werte um 1 ändere. Also ganz wichtige Regel hier, y durch x muss immer konstant k sein. Die Lösung ist dann eine Gerade mit dieser Steigung k. Und diesen Faktor k nennen wir den Proportionalitätsfaktor. Schauen wir uns das anhand eines Argumentationsbeispiels, Beweisbeispiels auch an, das du auf deinem Übungszettel hast. Hier noch einmal diese Definition und ein Argumentationsbeispiel. Ich möchte mit dir auch Argumentationen üben, denn Begründungen und Beweise sind in der Mathematik das Fundament, also die Grundlage der gesamten Mathematik. Und darauf aufbauend können wir dann gewisse Beispiele lösen, aber wir müssen es zunächst einmal allgemein abstrakt beweisen, damit wir überhaupt konkrete Regeln und konkrete Beispiele davon ableiten bzw. auch lösen können. Und da haben wir hier diese Aussage,
Erkläre, warum jetzt diese Aussage stimmt. Die hast du auch auf deinem Übungsblatt, Arbeitsblatt. Wenn zwei Größen direkt proportional sind, dann entspricht das V-fache der einen Größe dem V-fachen der anderen Größe. Wir müssen diese Aussage nun beweisen. Und das machen wir mit Hilfe eines mathematischen Beweises. Wir gehen davon aus, was wir gegeben haben. Wir wissen, dass zwei Größen hier in diesem ersten Teil direkt proportional zueinander sind. Das heißt, wenn wir die eine Größe als unser x anschreiben, x ist die erste Größe und y ist die zweite Größe, dann wissen wir daraus, dass bereits gilt, dass sie direkt proportional sind. Das heißt, wir wissen, dass y durch x gleich k ist. Direkt proportional gilt diese Formel, wie wir sie oben auch hier, wie ich noch einmal einkreise, hier gegeben haben. Wenn ich nun das V-fache davon nehme, also daraus folgt, jetzt schauen wir uns den Quotienten v mal y durch v mal x an. Wir können dieses v hier wegkürzen und dann haben wir auch wieder y durch x und das ist laut Formel oben wieder unser k. Das heißt, wenn ich jetzt das v-fache der einen Größe und das v-fache der anderen Größe nehme, dann sind diese beiden neuen Größen v mal y und v mal x auch wieder direkt proportional zueinander. Das entspricht unserem k. Das heißt, diese direkte Proportionalität geht nicht verloren, wenn ich das v-fache der einen Größe und das v-fache der anderen Größe nehme. Das sagt uns dieser Beweis hier ganz gut aus. Und daher können wir bei der direkten Proportionalität auch oftmals das V-fache der einen Größe und das V-fache der anderen Größe nehmen. Es bleibt dieser Proportionalitätsfaktor k erhalten. Schauen wir uns jetzt nun ein weiteres Beispiel an, ein Anwendungsbeispiel. Das kannst du dir auch in dein Übungsheft gerne übertragen. Du kassierst 4 Euro für die Wien-Exkursion ein und fertigst eine Tabelle an. Du bist der Klassenkassier und fertigst nun eine Tabelle an. Wie viel Geld hättest du, wenn du von allen 16 Schülerinnen das Geld hast? Du hast diese Tabelle gemacht, ein Schüler 4 Euro, zwei Schüler 8 Euro und 5 Schüler, 7 Schüler, 10 Schüler und 13 Schüler. Diese Zahlen hast du dir notiert, die hast du dir schon ausgerechnet, aber du hast noch nicht ausgerechnet, wie viel Geld du insgesamt haben müsstest, wenn du alle 16 Schüler, von allen 16 Schülern das Geld schon einkassiert hast. Und hier gibt es jetzt im Grunde genommen auch eine gute Möglichkeit, wie du hier zu diesem gewünschten Ergebnis von 16 Kindern kommen kannst. Und zwar, es gibt hier auf der einen Seite die eine Möglichkeit, dass du hier bei dieser Tabelle, wie wir sie auch bei dem Motivationsbeispiel schon gemacht haben, dass du von 1 ausgehend hier mal 16 multiplizierst und hier auch mal 16. Im Grunde genommen multiplizieren wir hier dann bei 16 mit mal 16 und müssen auch hier mit 16 multiplizieren, damit wir hier unten den Eurobetrag bekommen, denn auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir dieselbe Operation durchführen, mal 16 mal 16 und erhalten dann im Grunde genommen hier 4 mal 16 und 4 mal 16 wäre 64. Das heißt, du müsstest insgesamt 64 Euro haben, wenn du von allen 16 Kindern das Geld schon einkassiert hast. In diesem Fall 4 mal 16. Dann erhalten wir 64 Euro. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir von dem 13er ausgehen, von 13 Schülern. Uns fehlen hier noch 3 Schüler. Das heißt, wir müssen hier, um jetzt auf 16 kommen, 3 mal den 1er dazu zählen. Das heißt, wir müssen auch hier bei 52 müssen wir noch 3 mal diesen Betrag 4 Euro dazu zählen. Und 3 mal 4 ist 12. Wenn wir zu 52 12 addieren, kommen wir auf 64 und erhalten dasselbe Ergebnis. Also es gibt hier beide, sind beide Möglichkeiten hier sinnvoll.
In Zukunft, wenn wir den Einser nicht mehr gegeben haben, müssen wir uns aus den übrig gebliebenen Werten das unbekannte Ergebnis noch heraussuchen. Und das können wir mit gewissen Tricks, wie wir mit diesem Trick auch gemacht haben, durchführen. Eine andere Frage ist noch, bis heute haben 14 Schüler bezahlt. Wie viel ist das? Und da wenden wir jetzt genau diese Regel hier an, die ich dir vorher schon gesagt habe, die zweite Möglichkeit, indem wir jetzt einfach 13 um 1 erhöhen, dann kommen wir auf 14, also das heißt 13 plus 1 wäre bei 14. Also das heißt, wir erhöhen auch den Eurobetrag 52 genau um diesen Eurobetrag, der einem Schüler entspricht, und zwar genau 4, und erhalten dann 56 Euro, die du heute schon haben solltest, wenn du von 14 Schülern das Geld einkassiert hast. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir vom Einser aus und multiplizieren in der linken und der rechten Spalte dasselbe, oder wir gehen vom letzten Wert aus und schauen, wie oftmals hier der Einser noch drinnen ist. Und müssen dann entsprechend bei der Y-Spalte, bei den Euros, auch diesen Betrag, der einem Schüler entspricht, so oft addieren, wie er auch in der linken Spalte bei den Schülern enthalten ist. Wir sehen also, dass diese direkte Proportionalität ganz konstant linear abläuft. Wir führen die gleichen Rechenoperationen durch. Wir können dieselbe Operation bei den Euros als auch bei den Schülern noch anwenden. Und so im Grunde genommen läuft diese direkte Proportionalität anhand einer Tabelle auch ab. Anhand eines Alltagsbeispiels, du musst dir immer nur vor Augen halten, dass dieser Quotient y durch x hier konstant k ist. Das können wir auch hier nachprüfen, indem wir jetzt y als Euro ansehen und Schüler als x. Wenn wir 4 durch 1 dividieren, haben wir 4. Wenn wir 8 durch 2 dividieren, haben wir auch 4. Wenn wir 20 durch 5 dividieren in der dritten Zeile, haben wir auch 4. Wir sehen also, dieser Proportionalitätsfaktor k ist hier immer 4 und der entspricht genau dem Eurobetrag von einem Schüler in der ersten Zeile oben. In unserem nächsten Lernvideo werden wir uns weitere Beispiele hierzu auch anschauen, die du im Alltag findest, aber auch Beispiele, die in einem mathematischen Kontext stehen. Ich freue mich darauf. Bis bald.